Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Wirkus mit Ultimatum und Elvedi steht kurz vor der Verlängerung. Kone in die Startelf und unser Kader ist voll besetzt. Das gilt es heute zu besprechen und vieles mehr. Und ich bin diese Woche zurück, genauso wie Tante Käthe, Rudi Völler heute Abend. Darauf freue ich mich wieder auf der Trainerbank. Und dafür kann man gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben für Buschis Borussia da lassen, damit wir ins gute Fahrwasser kommen in diese Woche und dann den ersten Auswärtssieg und den ersten Sieg der Saison dann holen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Roland Wirkus fährt eine klare Kante. Er sagt, entweder verlängern, oder du gehst oder sitzt auf der Tribüne. Das haben wir beim Beispiel Nico Elvedi gesehen, beim Beispiel Florian Neuhaus gesehen, der dann im Endeffekt verlängert hat. Mir gefällt diese Art von Roland Wirkus sehr gut. Klar, sachlich, mit klarer Kante. Er weiß, was er will. Und ja, bei Nico Elvedi ist es dann wohl in den letzten Transfertagen daran gescheitert. Wolverhampton hat er den Trainer gewechselt, deswegen ist das Interesse da erloschen. Dann hat man vielleicht noch andere Mittel und Wege gesucht. Er ist aber bei uns geblieben. Und jetzt hat Roland Wirkus gesagt, wenn du eine richtige Chance bei uns haben willst, laut dem Artikel der 90 Minutes natürlich, das habe ich nicht direkt von Roland Wirkus die Info, dann solltest du doch deinen Vertrag bitteschön verlängern. Und jetzt sieht alles danach aus, als würde Nico Elvedi seinen Vertrag zumindest bis 2025 verlängern. Wir wissen alle, er hatte diese Option, wenn er 20 Spiele macht, hätte sich die sowieso verlängert bis 2025, sein Vertrag. Aber grundsätzlich finde ich die Lösung besser für uns, weil es wird eine Ausstiegsklausel drin sein von ca. 10 Millionen Euro. Trotzdem finde ich das dann besser, wenn Nico Elvedi verlängert, weil er dann nur spielt, wenn er Leistung bringt. Wenn er keine Leistung bringt, sitzt er auf der Bank. So wären wir so ein bisschen im Druck, ihm doch 20 Spiele geben zu müssen, damit sich sein Vertrag verlängert und er nicht ablösefrei geht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Win für uns. So sehe ich den Deal. Und wenn das so klappt, kann man Wirkus für seine harte Kante aus meiner Sicht nur ein Kompliment machen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet, wenn Nico Elvedi verlängern würde. Ich finde es gut, weil wir dadurch dann wieder, also wenn Nico Elvedi am Leistungslimit ist, ist er ein absoluter Top-Verteidiger in der Bundesliga. Das muss man schon so sagen, das war er in den letzten 2 Jahren nicht, aber da waren halt auch viele nicht am Leistungslimit bei uns im Kader. Und da musste Ioane die Mannschaft einfach wieder hintreiben, dass ein Florian Neuhaus, ein Nico Elvedi, ein Joe Skelly einfach wieder ans Leistungslimit kommen. Ne? Ein Alassane Plea, das sind ganz viele Spieler, die einfach, nicht ihre Leistungen in den letzten Jahren gezeigt haben und die müssen wir wieder zu Top-Leistungen bringen und dann sehe ich uns auch sehr, sehr gut besetzt. Ja, ich finde es gut. Bin mal gespannt, wo Nico Elvedi dann eingeplant wird, ob er in der Innenverteidigung eingeplant wird oder auf der rechten Verteidigerposition. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, am Wochenende wird er noch nicht von Anfang an spielen. Ich glaube, Friedrich wird spielen oder auch Joe Skelly. Es bleibt spannend, aber du hast natürlich dann auch wieder noch eine Option in der Innenverteidigung mehr. Eventuell auch mal Itakura dann auf die 6. Es gibt viele Optionen. Ich freue mich darüber, dass es dann, dass er dann bei uns verlängert soll, nach der Länderspielpause passieren. Und damit haben wir einen weiteren guten Spieler im Kader, der nicht ablösefrei gehen wird. Und wenn er eine gute Saison spielt, dann ist er dann wahrscheinlich für 10 Millionen weg, was jetzt nicht viel ist, aber besser als nichts. Ne? Ganz einfach, ich finde den Deal gut. Und wie ich schon gesagt habe, unser Kader ist mittlerweile fast am Maximum. Das ist sehr, sehr gut für diese Saisonphase. Ein Kone ist jetzt zurück, ein Kramer ist zurück. Wir haben kaum Verletzte und jetzt geht es halt richtig los, finde ich, die Saison. Jetzt kommen Gegner, wo du punkten musst. Wenn wir mal Leipzig ausklammern in den nächsten 6, 7, 8 Spielen, sind alles Gegner, wo du punkten kannst und auch musst. Und da ist es super, dass wir einen vollbesetzten Kader haben, ohne große Verletzungsprobleme jetzt. Klar, die Spieler müssen auch erst reinkommen, Kone und Kramer. Die einzigen, die jetzt verletzt sind und noch länger verletzt sein werden, ist Omlin und Stevie Leiner. Und der Rest ist fit und am Start. Und das heizt wahrscheinlich auch den Konkurrenzkampf im Training an. Und ich freue mich ganz besonders auf diesen Mann hier, Manu Kone. Ich habe einfach richtig Bock, den wieder spielen zu sehen. Ne? Diese Kreativität, auch mal was alleine probieren, seine Läufe, da freue ich mich richtig drüber, auch im Borussia-Park das wieder zu sehen und natürlich auch gegen Darmstadt, wo das gegen Darmstadt natürlich ein schwieriges Spiel wird. Darmstadt, auch wenn sie zu Hause spielen, werden, glaube ich, auch schon ein bisschen defensiver stehen, aber warten wir mal ab, vielleicht werden sie es auch früher attackieren. Und wir haben halt einen sehr, sehr breiten Kader. Ne? Und ich bin mal gespannt, also wen, ich glaube, Weigel wird für mich gesetzt sein, vor der Abwehr und dann hast du mehrere Kombinationen. Wenn du sagst, Kone spielt auf jeden Fall, dann kannst du Kone neu ausspielen.
Du kannst auch Neuhaus Reiz spielen, wenn du sagst, Kone ist noch nicht so weit. Kone Reiz spielen oder du sagst, wir spielen mal Player Reiz in einem 4-2-3-1 mit Player als Zehner und ja, Sechser, Weigel und Rocco Reiz. Fände ich sehr, sehr spannend. Also schreibt mal euer Dreieck da in dem zentralen Mittelfeld fürs Wochenende in die Kommentare. Da bin ich auch gespannt. Und klar, Manu Kone ist begehrt. Das hört man jetzt immer wieder. Juve soll da sehr, sehr stark interessiert sein. Aber wenn der Mann wirklich eine Top-Saison spielt, also sagen wir mal, er wird, verletzt sich jetzt nicht mehr, macht seine Assists, macht seine Tore, macht seine guten Spiele, hat er, ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er unheimlich hoch scored oder viel scored. Dann haben wir den Kapitän der U21-Nationalmannschaft von Frankreich bis 2026 unter Vertrag. Und ich finde, wenn er fit bleibt, eine gute Saison oder sehr gute Saison spielt und unsere Borussia auch eine ordentliche bis gute Saison spielt, dann hat da Roland Wirkus einiges richtig gemacht, ne? Weil dann sind 40 Millionen, glaube ich, schon zu wenig bei 2 Jahren Restvertrag. Aber hoffen wir erstmal, dass er sich nicht mehr verletzt, gut, ein gutes Comeback feiert mit hoffentlich 3 Punkten. Und das wollen wir doch alle. 3 Punkte für unsere Borussia am Wochenende. Ich glaube, da würden wir uns alle freuen. Und wo wir uns auch drüber freuen, es gibt gute Nachrichten von Stevie Leiner. Wöber hat so ein bisschen drüber erzählt. Also seine Therapie schlägt wohl sehr gut an. Ja, er trainiert wohl Vollgas, soweit es die Therapie erlaubt. Und es wäre ja nichts Schöneres, wenn wir eine gute Saison spielen und irgendwann Stevie noch dazukommt als Kämpfer, Fighter. Ja, und wenn er sich dann wieder gut macht, warum keine Vertragsverlängerung? Also ein Stevie im besten Fußballeralter kannst du immer im Kader haben, ne? Er ist, glaube ich, jetzt Anfang 30. Ja, und ich wünsche ihm natürlich weiterhin gute Genesung. Aber es hört sich alles sehr, sehr gut an. Gut ist natürlich auch, dass es früh entdeckt wurde. Aber klar, bringt einen auch zum Grübeln, ne, wenn man so eine Krankheit dann bekommt. Aber Stevie wird das packen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und hoffen wir, dass Stevie vielleicht auch noch die Saison zurückkommt und unsere Mannschaft auch noch verstärkt. Und Wöber ist sehr, sehr glücklich in Gladbach, ist ja von Leeds gekommen, ist jetzt auch gerade auf Länderspielreise mit Österreich, die, glaube ich, gegen Schweden noch spielen. Ja, und bezeichnet Gladbach als cooles Projekt. Er will auch dabei helfen, die jungen Spieler, die jetzt an den Kader rankommen, Luca Netz, auch ein Joe Skelly, einen Ranos, einen Ulrich, einen Rocco Reitz dabei zu formen, Persönlichkeiten zu werden und uns ja, einfach den Weg mitzugehen. Und da ist Wöber ein ganz entscheidender Mann. Er lässt aber noch offen, ob er im Sommer bleibt oder geht. Da kann er ja auch nicht viel entscheiden. Im Endeffekt, der Spieler gehört Leeds bis 2027, Maxi Wöber. Aber es sieht wohl so aus, als würde Leeds eine schwierige Saison haben, beziehungsweise nicht direkt wieder aufsteigen. Sie hatten einen sehr schwachen Saisonstart, unser Daniel Farke, für Leeds-Verhältnisse, sage ich jetzt mal so. Und vielleicht haben wir da gute Karten, ihn vielleicht ja, etwas günstiger zu bekommen. Leeds hat ihn für 14, 15 Millionen, glaube ich, gekauft. Das wird nicht unser Preisregal sein. Ich denke eher an 5 Millionen oder eine erneute Leihe. Da muss man mal gucken, was möglich ist. Aber Maxi Wöber ja, ist für uns eine absolute Bereicherung, auch vom Typ her. Wichtig wird halt sein, das betone ich die letzten Wochen und Folgen auch immer, dass du jetzt anfängst wirklich in ein gutes, sicheres Fahrwasser zu kommen, dass du dich ja einfach unten so ein bisschen befreist, sage ich mal, unten so mit den unteren Plätzen gar nichts zu tun hast, im ruhigen Mittelfeld eine entspannte Saison spielen und dann mal gucken, was geht. Hauptsache, du hast mit unten erstmal nichts zu tun und dann nächste Saison voll angreifen. Also nächste Saison, ja, dann sind die jungen Spieler noch ein Jahr weiter und Rocco Reitz ist weiter. Und Manu Kone wird mit Sicherheit auch noch dazu lernen. Ja, einen Joe Skelly wird dazu lernen, Luca Netz, viele neue Spieler auch dabei, einen Schwanscherer. Und da freue ich mich richtig drauf. Das Wichtige wird nur sein, dass wir eine ruhige, diese Saison extrem ruhig wird und wir absolut nichts mit unten zu tun haben. Und ich glaube, da werden die nächsten 6, 7 Wochen relativ wichtig werden. Den Support von den Fans haben sie auf jeden Fall. Und es gibt auch einen coolen neuen Podcast, der heißt Von Fans für Fans oder Mit Fans für Fans von dem Fohlen-Podcast. Könnt ihr gerne mal reingucken. Also was die Fans halt abgerissen haben in den ersten 3 Spielen, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Ob auswärts in Augsburg gegen Leverkusen und Bayern zu Hause, ist der absolute Wahnsinn. Aber das ist halt auch das Gefühl, was ich in mir trage. Du warst halt die letzten Jahre als Gladbach-Fan so satt, also so gefühlt satt, weil du wusstest, die Spieler werden gehen, dann ist wieder der Trainer weg. Du hast eigentlich nur noch dieses Erlebnis Stadion gefeiert und ob wir dann gewonnen haben oder nicht, war eigentlich egal, weil mit unten hattest du nichts zu tun, weil die Spieler sich in den Topspielen den Arsch aufgerissen haben und mit oben dann auch nicht. Aber jetzt hast du irgendwie wieder so das Gefühl, da wächst wirklich was zusammen und da bin ich als Fan auch absolut bereit, diesen Weg mitzugehen. Kurz noch eine Info zu unseren Nationalspielern. Borja Sanchez hat richtig auf den Sack bekommen, 9-0 gegen Portugal, hat aber durchgespielt und gegen Island eine überragende Partie gemacht. Wen hat man dann noch auf dem Zettel?
Ranos hat 68 Minuten gespielt gegen Kroatien, 1-0 verloren. Ulrich hat 2 Spiele für die U20 gemacht und da sein Debüt gegeben für Deutschland. Und Kiarodi hat eine Halbzeit gespielt. Und für Rocco Reitz war es eine geile Erfahrung, gegen Bayern München von Anfang an zu spielen. Hat als Vorbild Kimmich. Ja, ich glaube, also viele wissen ja, ich stelle ab und zu mal noch Neuhaus für Rocco Reitz auf, aber ja, vielleicht ist auch Rocco Reitz und Neuhaus möglich am Wochenende. Wenn Manu Kone noch nicht so weit sein sollte, ist das definitiv für mich eine Alternative, dass du Reitz und Neuhaus stellst. Vielleicht genau die gleiche Elf wie gegen Bayern München. Es bleibt sehr, sehr spannend und ich freue mich riesig aufs Wochenende und ich freue mich natürlich dann wieder auf den Livestream. Endlich geht die Bundesliga los und die Länderspielpause ist vorbei und damit will ich es heute belassen. Macht's gut und ciao. Wir sind Borussia, die Rote ist, was hier zählt, das Herz schlägt voller.